An der S-Bahnhofstation Grafing im Landkreis Ebersberg bei München hat ein junger Mann 4 Fahrgäste mit einem Messer angegriffen. Eines der Opfer wurde dabei lebensgefährlich, die 3 anderen leicht verletzt. Das meldet der Bayerische Rundfunk. Die Polizei konnte den Täter noch an der S-Bahnstation überwältigen und festnehmen. Zeugen berichten, der Mann habe Allahu Akbar gerufen, also Allah ist groß. Die Staatsanwaltschaft verhängte eine Nachrichtensperre. Telefonisch zugeschaltet aus Ebersberg ist uns nun Michael Seehofer vom Münchner Merkur. Ich grüße Sie ganz herzlich. Welche weitergehenden Informationen haben Sie im Moment? Also momentan sind die Erkenntnisse so, es gab um etwa kurz nach 5 Uhr früh einen Angriff hier in Grafing Bahnhof auf mehrere Personen. Verletzt wurde unter anderem auch ein Zeitungsausträger, der, wie er dann in den Hubschrauber eingeladen wurde, den Ermittlern noch mitteilen, dass er von hinten angegriffen wurde mit dem Messer. Momentan ist am Bahnhof hier alles großräumig abgeriegelt. Auf dem Bahnsteig sind blutige Fußspuren zu erkennen und die Fußspuren führen auch in die S-Bahn rein. Es muss also auch in der S-Bahn ein Angriff stattgefunden haben. Die Polizei sagt momentan zum Täter noch gar nichts. Auch nicht die genaue Anzahl der Verletzten ist auch noch nicht bekannt. Aber das Gelände ist großräumig abgeriegelt und momentan herrscht Nachrichtensperre. Herr Seeholzer, auch wenn von offizieller Seite nichts zum mutmaßlichen Täter gesagt wird, gibt es dennoch erste Erkenntnisse, Zeugenaussagen, von denen Sie auch schon gehört haben oder Zeugen, mit denen Sie haben sprechen können? Also ich konnte nur mit einer Einsatzkraft sprechen, die mir eben erzählt hat, dass der Verletzte noch mitteilen konnte, er sei von hinten mit einem Messer angegriffen worden. Was den Täter betrifft, weiß ich momentan noch gar nicht. Für das, was Sie uns mitteilen konnten, bedanken wir uns ganz herzlich, Herr Seeholzer. Und liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, über das, was sich dazugetragen hat, über aktuelle Erkenntnisse und Ermittlungsstände werden wir Sie selbstverständlich auf dem Laufenden halten. Dankeschön.